Liebe Zuschauer, die sich auf meinem Kanal verirrt haben, ich begrüße euch zu einer kleinen Runde von Anne World Football Manager 2 mit mir, dem Mr. Mangobaum. Ja, letzte Folge haben wir ja einen 5-Sterne-Spieler gezogen, einen weiteren. Und ja, ich produziere mal wieder vor, da Konsti oder irgendjemand anderes stand jetzt, wo ich hier aufnehme, noch nichts unter das Video vom Montag geschrieben hat. Er hat ja eigentlich zugestimmt, dass ich eine Special-Folge, also dass ich eine Special-Folge machen darf, wo ich Münzen ausgebe. Aber ich habe dort nochmal verdeutlicht, dass ich wirklich in diesem Video nur 250 Spieler ziehen werde. Vielleicht sind es sogar ein bisschen mehr als 250. Da warte ich noch, ob er das halt wirklich will, weil ich finde die Idee gut. Und wenn er das wirklich will, also Spaß daran hätte, mir zuzugucken, wie ich 250 Spiele ziehe, ich kommentiere das natürlich auch, so eine Special-Folge, dann wird das mir wahrscheinlich in die Kommentare geschrieben haben unter dem letzten Video, ob er das jetzt wirklich gut findet, ja. Und wenn nicht, also wenn er gar nichts schreibt, also weder unter das letzte Video noch unter das, dann werde ich es wahrscheinlich machen. Aber ich hoffe, er schreibt mir noch was dazu, weil ich denke schon, ich hoffe, er ist damit einverstanden. Ja, also wird dann wahrscheinlich, hoffentlich, das nächste Video dann das Special-Video sein. Also am Montag dann wird es dann wahrscheinlich kommen, so kommen, dass ich 250 Spieler, mindestens 250, mit Silbermünzen ziehen werde. Genau. Gut, ja, letztes Mal sind wir dabei stehen geblieben, ich habe den Trainingsplatz aufgewertet. Da hat mir Konsti hier auch noch gar keinen. Vielleicht hat er mir auch dazu Feedback gegeben, ob das sinnvoll war, den aufzuwerten. Weil ich will jetzt eigentlich so alle Gebäude auf Level 7 bringen, damit. Oh, Lewandowski hat mich angegriffen. Ach nee, ist fehlgeschlagen. Puffy Passe. Hat meine Liga-Zentrale mein Kartell angegriffen, weil es ein Puffy Passe. FC Schalke 04 EV. Ist das vielleicht jemand, vier Frauen von? Yep, ist jemand. Einfach das Gebäude auf Level 14. Von uns hat das keiner auf Level 14. Auf Level 12 hat es, glaube ich, der Beste bei uns, das Kartellgebäude. Naja, egal. So, mal sehen. Ja, auf 12. Müsst ihr mal aufhören. Ah ne, Fred Junior ist auf der 13. Und Potzebube. Quasi schon tot auf der 14. Ich hab's ja eigentlich auf 9. Ja, das muss ich sagen. So, Berlin City, wie sieht's denn aus? Wird ein knappes Spiel, ne? Das würde ich mal sagen. Spannend für den Zuschauer. Gut, das ist ein Spezialturnier, ne? Genau, das mache ich wie beim letzten Mal. Das habt ihr dann wahrscheinlich offscreen nicht gesehen, ich weiß es gar nicht. Ich nehme immer erst im Turnier teil, wenn die neuen Aufgaben hier raus sind, weil das wird dann immer eine Aufgabe davon sein. Das ist nun nicht die leichteste Aufgabe, die man bekommen kann, sondern man kriegt immer einen 4-Sterne-Gegenstand. Richtig, das ist cool. Deshalb warte ich damit, mich daran anzumelden. Ich hoffe, ich kann wenigstens Club Clash spielen. Das wäre schon ziemlich cool, Club Clash zu spielen. Wie sieht's denn aus? Nee, der muss noch weiter hoch. Da hilft nichts. Und mal habe ich eigentlich. Nee, ich habe nur solche Booster. Kurzfristige Booster. Steht eigentlich dazu da, erhöht das Spielerlevel temporär. Also nichts Schönes. Ich könnte mir bei den Bestechungssachen mal was durchlesen. Das Bier natürlich. Du musst an deinem Sixpack arbeiten. Nämlich genau aus diesem Grund habe ich das Video, wo ich die Leute bestochen habe, so genannt, ein Bier für dich, ein Sixpack für dich. Genau deshalb habe ich das so genannt. Ich wusste nicht, dass das im Text hier auch darauf aufmerksam gemacht wird, das wusste ich nicht. Aber passt irgendwie. Ja, es funktioniert aber. Eine Rostlaube, ne? Aber viele haben es mir schon abgenommen. Ein Taschenradio für Technikanfänger. Fliege vom Platz. Und das hier Ausflug nach Tschernobyl. Einfach mal die strahlende Schönheit genießen. Auch allgemein finde ich halt so Eigentor-Sachen cool, weil, sagen wir mal, 50% an Fähigkeiten verlieren, das bringt mir mit dem nichts, weil ich damit keine guten Spieler bestechen kann. Und bei Leuten, die schlecht sind, hilft das eh nichts. So ein Fliege vom Platz,
Verletze einen anderen Spieler. Ja, das ist schlau, aber vielleicht verletzt du irgendeinen Spieler, den ich nicht will, dass er den verletzt. Also man weiß ja nicht, wen er verletzt. Vielleicht verletzt er den besten Spieler, vielleicht den schlechtesten. So Eigentor ist irgendwie so richtig cool. So hier ein Radio. Ein Ghetto-Bla. Kein Radio, ein Ghetto-Blaster. Das stimmt so an, da wird Football Manager noch drauf. Die Soundqualität ist limitiert. Wodka, natürlich. Verdächtiges Wodka-Gebräu. Macht deine Spieler aggressiv und Kopfschmerzen. Wüstentrip, Wasser nicht im Angebot enthalten. Sieht aus wie Death Rally? Ja, ist Death Rally. Japan. Geeignet, um die Sumo-Fähigkeiten zu verbessern. Dann hier SUV, Luxus Level 50. Aha. Je größer, je besser. Ja, SUVs. Und ein Retrofernseher hat eventuell grenzwertige Strahlungswerte. So, und hier natürlich ein ganz guter, ein Curved-TV, die Zukunft der Unterhaltung. Dann hier ist das, oh, ich dachte, das wäre Single Malt. Keine Ahnung, was das ist. Ich dachte jetzt, das wäre Whisky. Vielleicht ist es ja auch Whisky. Für die Jungs mit dem exklusivsten Geschmack. Dann hier geht es sicher nach Rio, ja. Alles inklusive und exklusive. Ein Lamborghini. Na, steht ja mal Sportwagen. Für die mit dem größten Ego. Ich weiß jetzt nicht, welcher Lamborghini das ist. Ob das jetzt ein Huracan ist oder ein Aventador oder so. Das sind die einzigen, die beiden, die ich kenne. Ich weiß aber nicht. Ich kenne mich mit Autos nämlich nicht so aus. So, dann der teuerste Scotch. Ah, das ist was zum wieder ein. Vielleicht ein anderer Spieler. Wasser des Lebens. Genau, das ist halt immer so. Zum Beispiel die Autos schießen Eigentor und da werden die halt besser. Ich bin nicht. Ja, genau. Gut, das ist jetzt kein Auto mehr. Das ist ein Schiff. Eine Yacht. Nee, na gut, eine Yacht ist es nicht, ist es Speedboot. Auf See gibt es kein Gesetz, richtig. Genau, das steigert sich zum Beispiel. Hier zum Beispiel elektronisches Gerät, fliege vom Platz, wird dann zu einem Radio, hier zu einem Fernseher und hier zu einem richtig krassen Fernseher. Genau. Und hier Alkoholgetränke, verletze einen anderen Spieler, hat man Bier, keine Ahnung, warum nicht, dass das Beste ist. Wodka hat man dann. Hier weiß ich nicht, was man hat. Ich habe es ja nicht. Dann hier, keine Ahnung, Whisky. Und hier Scotch. Und die Reisen werden natürlich auch immer besser. Genau. Das ist schon toll gemacht, finde ich. Ganz toll. Super. So, was machen wir denn heute? Club Clash, bitte geh. Oh, es geht. Gut. Dann würde ich sagen. Warte mal, ich glaube, hat hier jemand nicht. Ach, genau. Fletcher hat ihn schon befreit. Der Bunker wird daran auch nicht viel ändern. Auch mit Goldmünzen gibt es so gut wie keine 5-Sterne-Spieler. Also ihr habt. Ah, oh Mann, das habe ich vergessen. Konsti hat mir das auch geschrieben. Er hat jetzt einen 5-Sterne-Spieler im zentralen Mittelfeld. Och, den habe ich gar nicht gezeigt. Och, Menno. Wo ist er denn? Mi Konsti. Aber der steht noch nicht in der Startelf, weil er noch nicht stark genug ist. Genau. Ach hier, der 18er. Alter, der einfach schon auf 18 ist. Du hast dem sicher dir das. Das Dings gegeben, das. Dieses. Ja, was ich meinem Innenverteidiger gegeben habe, damit er sofort auf Level 10 ist. Warum verbesserst du eigentlich einen 4-Sterne-Spieler? Den brauchst du doch gar nicht. Ja, mal gucken, wie es aussieht. Da wurde ja alle Spieler auf Level 40, also die 5-Sterne-Spieler sind schon alle auf Level 40. Oder besser. Das ist gut. Ich glaube, er ist jetzt immer noch Liga 10, ne? Relativ solide. Ich kann ja auch mal nachgucken, oder? Ja, er ist Zweiter. Cool. Das ist ja geil. Was trifft er auf B-Chip FC? Diesen Vierter. Das freut mich für dich, Konsti. 172.000, ja, so viel ist das ja jetzt nicht. Also, er geht so zum Upgrade, kostet schon mal 1 Million. Glaube ich. Ja, aber. Wie gesagt, nochmal Glückwunsch zu deinem ZM-Spieler, den du gezogen hast. Den wolltest du ja. Jetzt brauchst du nur noch einen Innenverteidiger und rechts Mittelfeld mit 5 Sternen. Genau, dann spielen wir jetzt mal Club Clash. Ja, super. 2-0 gewonnen. Ich glaube, wenn man einen Versuch, also zum Beispiel weniger hat, weil man vielleicht unentschieden spielt, 4 zu 5. Also 4 von 5 Versuchen und wenn man dann ein Spiel gewinnt, füllt er sich wieder auf. Aber das geht halt nur einmal, glaube ich. Also manchmal haben die sich dann wieder aufgefüllt, aber halt nur um eins dann. Aber auch egal. Konsti, was sagst du eigentlich zu dem Update?
Allgemein findest du, dass also mit dem, ich denke schon, dass du das mit diesem Waffenhandel gut findest und dass inaktive Spieler leichter zu bestechen sind. Aber wie findest du das, dass hier die Schmugglerhöhle jetzt irgendwie, die hat ja eigentlich auf Level 1 nur 24 Stunden gebraucht, jetzt braucht sie doppelt so viel. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das Geheimversteck wurde sicher auch verlängert, weil 26 Stunden, ich denke, das war vorher auch kürzer. Wie findest du das denn? Findest du das gut, dass die das gemacht haben? Dass es länger dauert? War das zu krass? Oder findest du das schlecht? Also ich finde vor allem bei Schmugglerhöhle schlecht. Die Kiste an sich ist schon schlecht. Und jetzt kriege ich die nur alle 2 Tage. Das ist schon traurig. So. Weil manchmal hat man nämlich auch eine Aufgabe, Kisten und Truhen zu öffnen. Da hilft mir das, wenn die jeden Tag kommt. Dann hilft mir das. So, wenn wir jetzt gewinnen, steigt es, glaube ich, wieder. Der Versuch. Ich weiß nicht, nie. Nee, ich glaube, das ist, wenn du. Doch, eigentlich müsste es dann auf jeden Fall, ist es mal gestiegen bei mir. Dann. Auch kommt schon. Na, jetzt mache ich nicht mehr. Weil. Obwohl, warte mal. Ich weiß nicht, wann die. Also auf jeden Fall, wenn ich den jetzt aufbrauchen würde, würde es genau 24 Stunden dauern, bis sie wieder voll sind. Aber wie lange wird es denn dauern, bis die jetzt wieder auf 5 sind? Auch 24 Stunden? Weil ich glaube, es dauert nur einen Tag. Und mit einem Tag meine ich, bis halt der nächste Tag angebrochen ist. Also wenn es jetzt 0 Uhr ist. Aber ist egal, ich spiele trotzdem. Aber die richtige Entscheidung. Nee, ich habe doch keinen dazu bekommen. Manchmal bekomme ich Versuche dazu, wenn ich gewinne. Irgendwie so war das mal. Ich weiß nicht, wann. So Goldruhe wäre jetzt schon noch cool. Ich weiß, manchmal hatte einen Versuch und dann habe ich nur mal. Bin ich richtig durch. Da waren der Chef war auch schon ein bisschen stärker als ich. Und da habe ich sicher 5 von 6 Spiele oder 6 oder 7 so hintereinander gewonnen. Obwohl ich nur noch einen Versuch eigentlich hatte. Ja, jetzt wird es schon schwer. Ja, gut, jetzt sieht man, ich verliere einfach viel mehr gegen den Gegner, so ausgeglichen, dann gewinne ich auch die nächsten 2 Spiele. Das ist krass. Ah, schade. Wer ist denn jetzt hier verletzt? Der Danker. Der Danker ist irgendwie ziemlich häufig verletzt, habe ich das Gefühl. Der ist ja schon das Abzeichen, oder? Ich schau mal nach. Der Rückhalt. Hä, wo ist denn das? Was, Kartellrecke? 10 Spiele für ein Kartell. Achso. Jep. 16 Mal hat er sich schon verletzt. Was ist eigentlich mit Krause? Hat er Spiele gemacht? Nee. Und Norman sicher auch nicht. Nein. Vielleicht ein paar alte Spieler wie Andrews? Nee, auch nicht. Na gut, Norman war ja noch neu. Aber ich habe schon mal im Kartell gespielt, weil angeblich war er schon Spieler, 4-mal Spieler des Tages. Vielleicht so alte Spieler hier unten? Nee. Naja, egal. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Im letzten Video, Underwood Football Manager Video, war übrigens wieder kein Cut. Und das darf natürlich nicht wieder passieren. Deshalb mache ich jetzt kurz einen Cut. Schau eine Werbung, damit ich das Geschenk hier unten rechts bekomme und dann am Glücksrad drehen darf. Bis gleich. So, da bin ich wieder und es gibt ein neues Glücksrad, wie ich sehe. Mal gucken, was wir bekommen. 1500, die haben das neue Design, das finde ich cool. Naja, ich glaube, das sind die gleichen Dinge, die es damals noch gab. Gold, Sachen zum Angreifen, Sachen zum Beschädigen, irgendein Spezialding, was zum Bestechen oder halt Münzen. Das, ja. Aber damals war es so, dass es ziemlich selten gab, 4 Sachen. Die waren kleine Felder, genau. Geld war zum Beispiel ziemlich groß. Ich glaube, genau diese Bestechungssachen, obwohl die Münzen war, glaube ich, auch klein und Gold auch. Das waren kleine Felder. Genau. Ich weiß nicht, ob ich es so machen sollte, dass ich jetzt 28 Mal scoute. Damit wir in diesem Special-Video, was ich wahrscheinlich mache, ich hoffe, Konsti hat nichts dagegen. Also er hat ja gesagt, ja, aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob das genau verstanden hat, dass ich das halt nur machen würde. 250 Stück in einem Video, also ich würde da nichts anderes machen. Das würde schon ziemlich lange dauern.
Wenn es zu lange dauert, vielleicht müsste ich sogar einen zweiten Teil davon machen, dass ich das teile. Aber ich denke, ich mache das in einem Video. Deshalb würde ich jetzt mal 28 Stück jetzt machen. Genau. Mache ich jetzt damit im nächsten Video genau 250 sind. Genau. So, Linksverteidiger brauchen wir nicht. Da haben wir jetzt Roberto und 4-Sterne-Spieler als Ersatz. Weil wir ja einen 5-Sterne-Spieler für die Linksverteidiger-Position bekommen haben. Ja. Richtig. Rechtsverteidiger hätten wir den 5-Sterne gebraucht. Oh, hier bekommen wir ganz auf 2-Sterne-Spieler. Das ist nicht gut. Das ist traurig. Aber man bekommt Geld. Das ist wichtig. Also wenn ich jetzt jeden verkaufe, habe ich 29.000 gemacht. Ne, 28.000. Das ist schon gut. Da haben wir ordentlich Geld. Rechtsaußen. Habe ich eine Rechtsaußen mehr geklickt? Kann das sein? Weil eine Rechtsaußen bräuchte ich noch. Also 2 Sterne. Würde mir da reichen. Oh, Torwart. Ja, Torwart brauchen wir auch. Ersatztorwart eigentlich. Ja, können wir mal verpflichten. Aber ich würde ihn nicht verbessern. Einfach nur, damit wir einen Torwart haben halt. Das ist wichtig. Wir brauchen eigentlich einen Ersatztorwart. Rechtes Mittelfeld, nee, rechts außen. Oder halt irgendein 3- oder 4-Sterne-Spieler. Ich glaube, 5 Sterne kann ich gar nicht ziehen. Ey, wie viel Prozentchance ist denn auf 2 Sterne? Ich glaube 90, oder? Ja, 90, 7,5 glaube ich sind es. Oder wahrscheinlich mehr als 7,5. Irgendwie. Geil! Das ist toll. Finde ich gut, weil ich dachte jetzt eigentlich eher 2 Sterne, aber der ist jetzt genauso gut wie Rufini, also von den Sternen her, also von meinem Sternspieler. Ne, Rufini nicht, sondern von, wie hieß der? Ich weiß gar nicht, wie man rechts außen, Danga, genau, der ist ja dauernd verletzt. Aber wenn die verletzt sind, spielen die halt nur. Also ich kann nur nicht spielen, wenn sie gesperrt sind. Das war, glaube ich, im Underworld Football Manager 2, ersten Teil, meine ich. Anders. Da gab es, glaube ich, 2 verschiedene Antworten verletzt sein. Einfach, dass man halt schlechter war oder dass man halt nicht spielen konnte. Da gab es nämlich solche roten Verletzungszeichen und so orangen. Und orange war einfach, dass sie schwächer geworden sind. Und rot halt, dass sie davon nicht spielen konnten. Also ich bin mir unsicher. Ich glaube, das war so. Oder vielleicht hat es auch angezeigt, dass es einfach eine schwere Verletzung war. Ich weiß es doch auch nicht. So, 2-Sterne-Spieler kann ich jetzt momentan nicht mehr gebrauchen. Also jetzt kann ich eigentlich alles mit 2 Sternen wegklicken. Konntest jetzt aber auch in einem Kommentar geschrieben, dass ich eigentlich schon mal 2-Sterne-Spiele verkaufen kann. Und dann habe ich ja gar keine Auswechselspieler mehr. Also damit muss man noch warten. Das dauert noch. Aber irgendwie wird das langsam nervig. Also dieser Ton jetzt hier gerade immer. Wenn ich die Spieler ziehe, das ist ein bisschen nervig. Aber nicht so schlimm. Ich weiß nicht, warum mir da immer 5-Sterne-Spieler angezeigt werden im Hintergrund, weil die kann ich eigentlich gar nicht bekommen. Hier, immer so 5 Sterne. So, und der letzte. Ah. Gut. Wie viel hoch ist denn die Chance? Ach nee, 95%. Das ist schon schlecht. Und hier? Hier waren es 2,5 bei 5 Sterne, genau. Konsti, kannst du... Oder kann ich bei dir gucken? Ich würde sagen, warte mal, mit wie gut ist ein Magnen? Also ich mache jetzt Tufano auf Level 2, würde ich mal sagen. So. Und dann verkaufe ich Magnen. Und dann bin ich wieder bei 1300, weil ich will irgendwie nicht unter 1300 aus irgendeinem Grund. Ich will es einfach nicht. Genau, so kann man es machen. So, ich sehe jemanden im Gefängnis, oder? Ah, nee, Geschenk. So, dann denke ich, beenden wir an der Stelle das Video. Ja, wir haben irgendwie...
Ja, so spannend war die Folge jetzt nicht, also spannender als sonst die zweiten Folgen in der Woche, weil da gibt es manchmal nicht mehr, meistens nicht mehr so viel zu tun. Also wir haben jetzt ziemlich viele Spieler gezogen und es war spannender, würde ich sagen, als sonst. Aber wir haben halt alle Aufgaben hier abgeschlossen. Und ein bisschen spielen weiß ich jetzt nicht. Wann ist unser nächstes Ligaspiel eigentlich? FC Shaolin Tempel. Ja, der hat uns angegriffen. Ich weiß nicht, ob es jetzt zu schlau wäre, den anzugreifen. Weil sonst würde der vielleicht zurück angreifen. Weil der wirkt schon ein bisschen aggressiv. Ich denke, das würde ich jetzt nicht machen. Ist der eigentlich besser als ich? Weil der hat 1, 2, 3, 4, 4 Sterne. Genau, der hat die auf 10 bis 16. Na gut, er hat schon 2 auf falscher Position. Das kickt schon ordentlich rein. Also ich habe Karanko im Tor. Ich habe Roberto spielt ja nicht mehr Stammelf. Nee, der bleibt weg. Dann habe ich Roberto. Roberto, sage ich schon. Ich habe nur 2 von 4 Sterne. Und er hat 5. Dafür habe ich aber 2 5-Sterne-Spieler. 3-Sterne-Spieler habe ich mit Andrews und ja, links außen, rechts außen, rechtes Mittel. Ach nee, zentrales habe ich auch vergessen. 4 Sterne, genau. Also habe ich 3 4-Sterne-Spieler. Das ist schlechter als er. Er hat nämlich 5, aber statt diesen 2, also er hat. Okay, er hat 5 4-Sterne. Ich habe 3 4-Sterne. Nee, also er hat 3 4-Sterne-Spieler. Hier. Genau. Habe ich gerade 3 gesagt. Also er hat 5 und ich habe 3. Aber dafür habe ich 2 5-Sterne-Spieler. Also das ist schon mal besser. Und er hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 Sterne. Da habe ich glaube 5 und ein 2-Sterne-Spiel. Das ist schlechter. Aber ich habe halt 2 5 Sterne statt 2 4 Sterne. Und er hat 2 auf falscher Position. Von den Leveln her, ja, es ist eher ausgeglichen als bei mir. Also ich habe ja 2, die nicht zweistellig sind. Dafür aber halt nur mit auf 24. Also ich denke schon, dass ich da besser bin. Was sagt denn hier? Das wollte ich jetzt nicht gucken. Was sagt denn hier nächstes Spiel? Ja, ich bin ein bisschen besser. Also wäre schon gut, da ein bisschen einzugreifen. Also, ihr wisst schon, wie ich meine. Tofano, der sieht genauso aus wie irgendein anderer Spieler, den ich hier schon mal gesehen habe. Ach ja, genau, Richie. Bloß er guckt ein bisschen anders. Vielleicht sind es jetzt Zwillinge. Genau. Kann ja sein. Das ist Poli Richie. Das ist Odubulu Tufano. Genau. Gut, dann war es jetzt das wirklich mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich natürlich dann über eine positive Bewertung und Feedback freuen. Und dann hoffe ich, dass ich euch bei meinem nächsten Video wieder begrüßen darf. Ich wünsche euch was. Ciao.